Die Sportflutwelle auf hauptstadtsport.tv, voll mit Power, voll die Vielfalt und voll verlängert. Dein Sportwochenende auf deinem Hauptstadtsender. Verlängert? Ja, richtig gehört. Die erste Welle deiner Sportvielfalt wird für Freitag erwartet. Da werden die besten Handballtalente der Republik an den Strand der Spree gespült. Im Länderpokal der A-Jugend gibt es ein Wochenende lang Spitzenhandball. Wir sind natürlich an allen Tagen vertreten. Und am Samstag gefriert das Berliner Sportmeer im Wellblechpalast, steigt nämlich das Final Four des DEB-Pokals der Frauen-Eishockey der Extraklasse für Berlin. Schnallen sich die OSC Ice Ladies die Kufen an. Im ersten Spiel wartet dann auch gleich der deutsche Meister vom ESC Planegg. Spannung pur vom ersten Moment an. Bei uns seht ihr alle Spiele zeitnah in der Zusammenfassung. Feuchtfröhlich geht es dann beim alten und neuen Pokalsieger, den Wasserfreunden aus Spandau, weiter. Nach dem harten Final-Four-Wochenende kommt der ASC Duisburg zum DWL-Kracher in die Hauptstadt geschwommen. Außerdem Derbyzeit in der Volleyball-Bundesliga. Die BR-Volleys empfangen im eigenen Hafen eine Armada der Netzhoppers aus Königs Wusterhausen-Bestensee. Da steigt die erste Playoff-Schlacht im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Damit nicht genug, zwei dicke Fische sind noch an unserer Angel dran. Einmal die Berliner Meisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik und dann heißt es höher, schneller, weiter beim internationalen Siebenkampf der Leichtathleten. Hisst die Segel, zieht die Badehose an und macht euch bereit für den vielfältigen Sport-Tsunami auf eurem Hauptstadtsender www.hauptstadtsport.tv. Klickt rein!